Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prey. Und wir sind hier noch in der Psychotronik-Abteilung. Und wenn ich ehrlich bin, ich hasse Wissenschaftsoperator. So, wir haben hier letzte Folge noch das Ding hier. Haben wir geöffnet. So, und wir waren noch nicht fertig mit Umgucken, weil wir waren eigentlich da unten. Und ich wollte mich hier oben noch ein bisschen umgucken. Ganz kurz einen Mimik scannen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. So. Gut. Geschütz ist da. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich nehme das Ding gerne, um einfach zu gucken, ob da was ist. War das einiges? Huch. Schnell sehen. Ist da ein Mimik? Dann müssen wir doch entdecken. Also müssen es doch angezeigt werden, wenn es ein Mimik ist. Habe ich schon mal gesagt, dass die Wissenschaftsoperator extremst laut sind? Es ist, ja. Es ist traumhaft. Mimik? Wird gespeichert. Nein! Warum wurde hier gerade gespeichert? Ich speichere auch nochmal. Ah, da liegt jemand. Huch. Was war das gerade? Hi. Evan. So. Ich bin gerade ein bisschen scared. Achso, das ist das da. Wenn irgendwo automatisch gespeichert wird, hast du es meistens dann mal richtig aufs Maul bekommen. Und ist noch ein Phantom? Ja, ja. Kennen wir schon, haben wir gescannt. Mülleimer ist nix. Seifenorgan, nehmen wir mit. So. Bisschen aufräumen hier, ne? Muss ja auch sein. Nehmen wir alles mit. Okay. Sollte mal ein Replikator werden, glaube ich. Oder nicht? Oder nicht? Sehe ich da irgendwas durch? Oh, Discord, danke. Notiz. Warnung. Ich habe hier mehrere Mimics eingesperrt. Es gab 2 Tote. Es sind also vielleicht 8 Mimics. Oh Gott. Danke für den Hinweis. Dieser tolle Wissenschaftsoperator. Jemand? So. Sind da ein paar? Ging immer besser als erwartet. Ich dachte, wir bekommen gleich wirklich aufs Maul. Ich wollte eigentlich speichern. Nicht den EMP in die Hand nehmen. Nur scannen ist ein Lebensexemplar erforderlich. Okay. Gut, kurz mal ins Inventar gehen, um mir irgendwas zum Heilen reinpfeifen. Ist da zum Beispiel. Oder Anti-Rats, brauche ich ja nicht. Knusprige Pommes, geil, die schmeiße ich mir rein. Okay. Ah, Transcribe. Hallo, Dr. Kelstrup. Ich wollte Sie nochmals bitten, eine der Verzichtserklärungen der Volontäre sehen zu dürfen. Anna, Sie haben doch heute frei. Ich hatte Zeit, also dachte ich mir... Ich hab doch gesagt, die VVEs sind vertraulich. Mir sind die Hände gebunden. Aber gibt es denn keine Erlaubnis für die Wissenschaftler? Ich meine, Herrgott, ich muss schließlich die Befehle eingeben. Hören Sie zu, ich verstehe Sie. Wirklich. Sie wären kein Mensch, wenn das leicht für Sie wäre. Ich wollte nur sicher gehen. Vertrauen Sie mir. Alles, was wir tun, ist absolut legal.
Und zwar, weil die Talos 1 außerstaatlicher Raum ist. Hier gibt es keine Gesetze. Anna, Sie sind müde. Das beeinflusst Ihr Urteilsvermögen. Ich habe das eine Weile toleriert, aber genug ist genug. Sie brauchen etwas Erholung, verstanden? Ja, Dr. Kelstrup. Verstanden. Gut, jetzt bin ich für mein Treffen mit Alex spät dran. Okay, haben wir noch eins? Bist du dir bei der Sache sicher? Noch können wir das Zeug aus einer der Luftschleusen werfen. Ich bin mir sicher. Hast du etwa Zweifel? Keineswegs. Ich bin dabei. Es ist nur, ich bin nicht diejenige, die die Schuld auf sich lädt. Es gibt so oder so kein Happy End für mich. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Tut mir leid. Hast du Vorkehrungen getroffen? Mitchell ist an Bord. Er bringt mir was zu essen. Erspar mir die Details. Ist besser so. Es muss bei deiner nächsten Dienstrotation passieren. Ich packe alles in ein Paket mit der Aufschrift Mementos. Ich lasse es in meiner Kabine. Es muss an alle Medien weltweit gehen. Alles klar. Und Quinton, sei vorsichtig. Die Sicherheit prüft mich eh schon genauer als sonst. Okay, was auch immer sie davor hatte. Ja, ich habe da eine Quest bekommen. Warte mal kurz. Wo ich den Phantom da jetzt gleich auseinandernehme. Status? Nö, warte mal. Quest? Haben wir nicht hier irgendwo... Ziele, da. Ja, Dr. Bellams Leiche. Whistleblower. Okay, ich suche in Dr. Gallegos Wohnkapsel. In den Besatzungsquartieren nach Hinweisen darauf, was in der Psychotronik vor sich ging. Okay. Sollen wir zuerst mal die Nebenquests machen? Könnten wir eigentlich, ne? Könnten wir eigentlich mal machen. Ich speichere mal ganz kurz wegen dem Phantom da. Hi. Ach so, die Tür ist ja... Die Tür macht nicht Türdinge. So. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Eh nicht, ne? Ich entriegel hier mal. Oh, geht's irgendwo weiter? Oh Gott. So. Phantom? Da. Nein. Doch. Oh, da ist noch einer. Warte mal kurz. Anzug wurde beschädigt. Jetzt bin ich mal kurz, So, aua, das tut doch weh. Einfach zwei, auf einmal zwei Phantoms auftauchen. Ist ja gar nicht. Waffen-Upgrade, ah, schön. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, kurz den Anzug reparieren. Oh Gott. Waffen-Upgrade, 5 Stück. Ups. Ich glaube, ich ein bisschen vernachlässigt. Das hier mal essen. Anti-Reds brauchen wir nicht. Eine Banane. Da. Und wo ist denn der Anzugsreparatur? Blödsinn. Ich bin blind. Ersatzteile hier. Anzugsreparatur-Kit. So, ja, hier drin waren wir eh schon, ne? Auch ein Depp. Einfach fallen lassen. Nicht werfen. Sauerstoffflasche ist gefährlich. Sehr gefährlich. Ich hab Y gedrückt. Bitte räumen Sie die Nano. Vitalwerte kritisch. Ich hab doch. Ich hab Y gedrückt. Warum geht der ans Terminal, wenn ich Y drück? So, jetzt drücke ich einmal Y. Lad hier noch nach. Wo kam der Phantom her? Lalalala. Ja, da steht er also. So. Hui. Der steht da in der Ecke.
Ah, so. Ich habe irgendeinen Fabrikatorplan gefunden, glaube ich. Alter. Kurz ein bisschen verjagt. Operator ist Bent, was haben wir denn hier für einen? Medizin-Operator. Boah, ja. Mein 21 Leben, ist ein Operator sicher gut. Also, mein noch einer. Transstar Pyramid 490 Medizin Operator. Diagnostizieren. Sie hatten wohl einen harten Tag. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Danke. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Ja, du bist laut. Das ist mein Problem. Wenn die nicht so laut wären. hat er gerade noch was? Oh, ja, die kann ich auch scannen. Forschung abgeschlossen. Ja, ich möchte da rausgehen. Ey, schieb mich da rum. Dachte kurz, hier lief noch was durch die... Lass mal kurz weggehen da, danke. Hallo. Hier kann man nicht rein, okay. Okay, okay. Da unten haben wir noch einen Phantom. Gut, dann brauchen wir eh nicht umlegen, weil da kommt sowieso wieder. So, weil ich würde gerne mal die Nebenquests machen. Wir müssen da ins Guts rüber. Oder eben Fluchtkapselschlüssel und so Zeug. Warte mal, Map. Na, no, wir werden wahrscheinlich über den Außenbereich gehen. Nehme ich mal an, weil da kommt man dann schneller rüber. So. Bin der 1. Der 1? Der Büro. Okay. Stationskarte. Die in der Neurobot-Abteilung haben wir die Quest und im Besatzungsquartier das da. Besatzungsquartiere kommen wir erst später. Umweg ist da, also die Quest. Und irgendwo hat man doch noch eine, oder? Ziele. Wer ist Dezember? Hier auf Karte ansehen. In der Ebene 1. Wie auch immer wir da runterkommen. Ach so. Ja doch. Ich weiß schon, wie wir da runterkommen. Das ist da in der Sicherheitsstation drin. Und wir haben ja Neuromods gefunden. 3 Stück. Ach so, Hacker 2 haben wir eh schon. Wir haben trotzdem Neuromods gefunden. Hihi. Zerlegen? Vielleicht. Oder mit Materialexperte. Wäre vielleicht auch noch cool. Konditionsschub, Kampffokus, Lautlosigkeit. Ich weiß noch nicht, ob ich hier die Sachen nehmen möchte. Energie haben halt eine Explosion, aber dafür machen auch alle Geschütze Damage. Ja, später. Hallo. Gut, dann müssen wir doch einen Phantom wegklatschen. Hey du. Na, wie geht's denn heute so? Oh, Glukanister, guck mal. Die nehme ich noch mit. Oh, ey du. Toller Schönheitsoperator. Du bist ein Traum. Hallo. Oh. Die waren eh schon drin. Warum ist das verriegelt? Waren wir schon drin? Ja, hier waren wir schon drin. Im Direktorbüro. So, kurz mal den Recycler noch nutzen. Das hier brauchen wir auch nicht. Und 3 Glukanonen. Warte mal kurz, die sind eh nicht geupgradet, oder? Nee. Nix geupgradet. Sekt brauchen wir nicht. Und Whisky brauchen wir nicht. Okay. Okay, okay, okay. Ansonsten brauchen wir eh alles, ne? Ach so, ein Bier? Nee. Bier können wir da auch reinschmeißen. Gut. Das ist ein bisschen was. Aber finde ich gut. So.
Operator sind zum Glück nicht laut oder so. Ich gehe mal runter. So. Hallo. Oh, hier ist noch einer. Hi. Sie haben mich wohl übersehen. Nee. Ist das... Scan-Vorgang läuft. Hä? Oh, warte mal, ich speichere mal ganz kurz. Ich habe nämlich so das Gefühl, immer wenn wir irgendwo hingehen, bekommen wir sofort aufs Maul. So. Müsste hier drin sein, oder? Kann das sein? Da. Einmal hacken, bitte. Ich, Alter. Nein. Wir werden gleich so aufs Maul bekommen. Und nochmal. Stufe 2. Gott. Nein! Aua. Hm. So. Dachte, das war's schon. Nein. X. X. Ich kann keine Tasten drücken. Nein, ich komm da nicht durch. Ah, Mann. Das ist so knapp. Ich bin so scheiße in dem Ding. Ah. Y und, Goddammit. Gibt's nicht. Braucht zu lang. Stufe 1 ist kein Problem, aber... Hacken Stufe 2 ist... X. Goddammit. So, X. Geht doch. Alter. Danke. Ist eh nichts drin? Nee, ist nichts drin. Hab mich auch gewundert. Hi. Das nehme ich gern. Können wir zerlegen. Ein paar Clue-Zeugs. Im Aktenschrank. Auch gut. Waffen-Upgrade. Müssen wir da gleich mal einsetzen. Da ist ein Vorhang. Ja, okay. Zweimal Geschütz. Sehr gut. Security Scan. Online. So. Zweimal Programme, Türsteuerung. Ja, Sicherheitsraum. Haben wir schon entriegelt. So, Bereichskarte haben wir so runtergeladen. Leichenhalle, oh. Entriegeln. Gibt es da noch einen anderen Raum? Okay. Es gibt eine Mail. Festnahme Dr. Galligos. Oh. Elixir-Höchstbefehl persönlich hat angeordnet, dass sie am Ende der zweiten Schicht Dr. Gallegos zum Sicherheitsbüro in der Hauptlobby eskortieren sollen. Dann haben wir, von dem haben wir ja schon gehört. Der soll ja irgendwas an die Medien senden. Hat's ihn wohl erwischt. Huch. Bist doch gar nicht ausgefahren. Okay. Ja, gut. So viel war dann hier jetzt doch nicht drin. Ich dachte, haben wir jetzt noch irgendein anderes? Oh, Looking Glass Station? Okay. Geht's dann also da hinten noch runter beim Director? Zu wissen. Da oben, warum wird da wieder ein Phantom angezeigt? Den haben wir doch getötet. Ach so, warte mal, der wird oben angezeigt. Dann müsste doch unten sein. Oh no. Ich ahne Schlimmes. Okay, Fluchtkapselschlüssel, dann müssen wir da den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz erstmal speichern. Falls uns da gleich was entgegenkommt. Ah, oh, ja gut. Sie haben mich wohl übersehen. Nee, du bist aber nur nervig.
Mir wird da oben irgendwas angezeigt. Na gut. Dann halt nicht. Ey, komm mal hier eigentlich auch irgendwie anders raus? Ach so. Ja, da will ich eigentlich gar nicht ran. Da will ich eigentlich noch gar nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich oben raus. So. Einmal hier nach hinten und hier dann raus. So. Weil durch den Außenbereich kommen wir schneller rüber. Ich möchte noch ganz kurz die anderen zwei Quests, glaube ich, fertig machen. Oder drei waren es, ich weiß es nicht. Nee, ist es ja auch nicht. Mikrogravitation entdeckt. Ja. Morgan, ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht beunruhigt darüber sind, dass Sie Ihren eigenen Tod geplant haben. Nö. Das ist schwer zu verdauen. Mein Rat wäre, denken Sie nicht an das Ende. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt. Einen Schritt nach dem anderen. Ich bin hier, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja, danke dir. So. Ein bisschen vorsichtig sein. Huch. Dachte kurz, das ist ein EMP, den wir mitnehmen können. Oder ähnliches. So. Rein da. Es geht auf jeden Fall schneller. Also wenn wir da außen rumlaufen. Ah. Gucken, ob wir hier gleich wieder aufs Maul bekommen. Ich stelle gerne Viecher rum. Alles ruhig soweit? Haben wir schon mehrmals aufgeräumt. Nix ist ruhig. Scan abgeschlossen. Ein Etherfall. Weitere Proben benötigt. Anzug wurde beschädigt. Ja. Gut, dem sollten wir vielleicht vorbeischleichen. Was auch immer das gerade war, wir wissen, dass das jetzt ein Aether Phantom ist. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Der kickt da einfach die Werkzeugbox rum. Kann man auch machen. Muss man aber nicht. So, sind vorbei. Das könnte ein Problem sein. Ja, das könnte ein Problem sein, du hast recht. Könnte ich aber scannen. Eigendiagnose protokolliert. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ach komm! Ich erwische ihn nicht. Anzug wurde beschädigt. Really? So. Aua. Oh nein. Als ob wir gerade so gesagt haben gegen den einen Roboter da. Oh. So, wieder ganz kurz. Anzug reparieren und uns ein bisschen Gesundheit reinpfeifen. Hat uns der gesehen? Klar hat uns der gesehen. Anzug wurde beschädigt. Nein, der explodiert auch noch. Wenn nicht so ständig links und rechts rumhüpfen würde, dann wird man dann auch bekommen.
mit der bekommen, ohne sie mal aufs Maul zu bekommen. So. Den looten wir noch ganz kurz. Oh, ey, nicht noch einer. Ist der oben oder ist der hier? Hoffentlich oben. Hört sich auch so an. Ich speichere mal ganz kurz. Das ist ein normaler Phantom, okay. Hi. Können wir ein bisschen Munition sparen. So. Ja. War da nicht noch irgendwas? Ah, hier. Habe ich mal was gesehen. Habe ich beim Nachvertonen dann bemerkt, dass da noch was rumliegt. So, bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher, dass ich hier raus will. Und nicht noch mehr aufs Maul bekommen will. So. Du betrittst Lobby. Sehr gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sind eh schon wieder bei 26 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut da rein. Ich bin raus und ciao, ciao.